Hallöchen, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cult of the Lamb. Heute kämpfen wir uns mit dem Goldvlies durch. Hatten wir nicht irgendwo eine Quest? Hatte ich nicht irgendeine Quest? Nein. Offenbar ja nicht. Okay, dann hatten wir keine Quest. So weit, so gut. Wie wär's, wenn du ins Bett gehst? Auf jeden Fall, heute steht das Goldvlies an. Bummeln natürlich wieder am Stissel. Auch wenn wir wahrscheinlich keine Lebensprobleme kriegen. Dennoch. Das vielleicht. Haben wir da nicht noch einen besseren, der mir das einsammelt? Sekunde. Nein, haben wir nicht. Okay. Ja, dann brauchen wir den wohl, ha? Huh? Let's go. Bessere Herzgegenstände. Warum auch immer. Und nehmen wir den auch mal mit. Ich meine, warum nicht? Gut. In den Ankertiefen waren wir. Wollen wir nochmal in die Seidenwiege? Ich glaube schon. Ich glaube, wir wollen hier nochmal hin. Gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Dolch und Besessenheit. Dolch und Besessenheit. Und vielleicht nicht unbedingt die beste Kombi. Aber hey, schon 15% mehr Schaden am Stiesel Vanisel. Ich bin bereit, schätze ich. Okay, das wird krass. Wir brauchen definitiv eine höhere Range. Mit der wird das nichts Gutes. Ja, her damit. Her auch mit dieser Karte. Das ist gut. Aber ja, Dolch, vielleicht nicht unbedingt das Beste. Weil wir nicht unbedingt die größte Reichweite haben. Bye. Shit, und schon sind wir tot. Wen opfern wir? Hat ein hohes Alter. Ungünstig, aber hey. Aber hey, das ist auf jeden Fall nicht gut. Läuft nicht so toll. Ja, das wird schwierig. Würde ich behaupten, das kann jetzt echt
nervtötend werden. Vielleicht sollte ich mit was mit einer leichteren Region anfangen. Und vielleicht wollen wir auch was zum Alpha erzeugen mitnehmen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Tadelmann, du kommst mit hier. Oh, und wir kochen euch vielleicht auch noch mal was zu essen. Den guten Stuff. Nein, wir werden wieder ein bisschen weg sein. Hey. Irgendwer ist da aufgestiegen. Haben wir hier noch... Ja, ungünstig, hä? Ungünstig. Irgendwer hat da irgendwen lieb. Darf ich? Ich will doch nur die Belohnung abholen, danke. Ja dann. Ritualzeit. Wir können nichts Gutes machen. Okay, dann gibt es nur eine Predigt. Nur eine Predigt für alle. Predigt für alle. Okay. Irgendwer hat Leute Habitätsbelohnung. Will euch doch nur segnen, Jungs und Mädels. Hier, du kriegst ein Level up. Nein. Dann hier. Nie wieder schlafen für dich. Dann, du wirst ja auch inspiriert. Keine Sorge. Vergesst euch schon nicht. Ich vergesse euch schon nicht. Ja, mit der Belohnung. Nur weiter so. Oh, auch Level Up für dich. Das ist gut. Okay, wen können wir noch aufsteigen lassen? Einer von den Niedrigeren vielleicht. Du. Los. Banana. Meh. Leveln. Nice. Dann wirst du auch inspiriert noch. Keine Sorge. Dann wollen wir Ressourcen. Davon will ich 100 sehen. Du bist inspiriert, mein Kumpel. Da hinten ist noch wer. Danke für deine Loyalität, Bro. Broskinski. Okay, und dann gehen wir nochmal los. Dann reisen wir nochmal los. Und zwar hierhin. Nach Düsterwulz. Holz meine ich. Stolz. Das ist das gnadenlose Schwert. Und die Berührung. Geister! Okay.
So weit, so gut. Bleibt zu hoffen, dass wir noch was richtig Krasses kriegen. Ich hab schon gelesen, dass man die Bosse nicht mehr one-hitten soll. Können soll. Könnte schwierig werden. Mehr Schaden heißt mehr Schaden heißt mehr Schaden. Würde ich behaupten. Mehr Schaden heißt mehr Schaden. Bye. Okay, schön auf Abstand bleiben, wenn was gefährlich werden könnte. Und dann kriegen wir das Ganze schon hin. Okay, weg. Weg mit euch allen. Dankeschön. Okay, erste Ebene hätten wir. Das ist gut. Oh, her damit. Du musst ganz schön hungrig sein. Hier, dieser geht aufs Chaos. Und er liebt natürlich das Knacken, Knacken, Knacken. Ihre kleinen Knöcklein. Hey, ich hatte dich, keine Sorge. Okay. Noch einer. Klar, warum nicht? Ich meine, warum nicht? Bye. Schaden plus 105%. Alter, wie viel Schaden kann ich akkumulieren? Also, bis wohin steigt das? Ich denke, das könnte interessant werden. Wenn wir ehrlich sind, das könnte interessant werden. Okay, dann lass mich nochmal kämpfen hier. Ihr Säge. Okay. Okay, 115. Karte. Kein Schaden zu erleiden. Wäre, glaube ich, ganz gut. Und was haben wir noch Schönes? Da. Warum nicht? Klar, warum nicht? Söhle. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Bye. Okay, was haben wir noch Schönes? Göttliche Axt. Klar. Die macht noch mehr Schaden. Wir one-hitten alles. Und wir stecken noch mehr Damage. Oh, das wird... Das wird der Burner. Fluchangriffsschaden erhöht sich. Okay, okay. Ja gut. Okay, die one-hitten wir alle ziemlich solide. Oh Gott. Das könnte ungemütlich werden. Für den Boss meine ich. Ich
Nicht für uns, weil uns geht's gut. Okay, zusätzliches Herz. Plus 200%. Okay, bis wohin können wir denn steigern? Also 200 ist definitiv nicht das Maximum. So viel schon mal sicher. Oh, yes! Oh! Das ist, das ist wie gemacht für diesen Run! Bye! Wir haben ihn so schnell gekillt, die Bossmusik kam nicht hinterher. Oh Gott, der Arme. Okay, weiter. Okay, gehen wir direkt weiter. Weiter, 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 weiter. Gucken, was uns hier noch so erwartet. Bye. Bye, bye, bye. Das erinnert mich an den einen Auftragskiller von Dragon Ball. Tau, bye, bye. Oh, der war cool. Der war lustig. Gib mir das. Und dann ein bisschen mehr Leben am Stiesel-Vanisel. Ja, wir machen 300% Schaden, also mit dem dreifachen Schaden an den Gegner. Das ist doch echt. Das ist doch fies. Das ist brutal. Das ist einfach brutal. Wir machen sie brutal fertig. Ihr werdet brutal fertig gemacht. Ihr werdet brutal bis zur Besinnungslosigkeit durch die Bar geboxt, boxt, boxt. Okay, wir nehmen das Fragezeichen mit. Och nö, nicht das. Von Ashy ist immer noch spürbar. Alle Dämonen wurden entfernt. Ach. Komm schon. Hör auf mit dem Kack. Was soll ich denn nur machen jetzt? Jetzt krieg ich doch viel weniger Eifer. Einfach ein Eifer. Okay, da hast du Schwein gehabt. Da habt ihr Schwein gehabt. Okay, was haben wir noch? 25% weniger Eifer, klar. Öfter Unverwundbarkeit heißt noch weniger Treffer. Und je weniger wir getroffen werden, desto mehr Bonusschaden erhalten wir. Okay. Ich meine, wir bleiben bei unseren Sachen. Vierfachen Schaden. Alter Finne. Oh Mann. Das wird dem Boss nicht schmecken. Das kann ich euch schon versichern. Das wird ihm nicht schmecken. Großes Geschenk. Ein großes Geschenk, ein großes Geschenk. Okay, ich komme gleich zu dir. Bye. Die
nur noch meine Karte haben, ja? Dann können wir zum Boss gehen. Ich will nur noch schnell meine Karten mitnehmen. Jo, was haben wir hier? Sprengsatz beim Abrollen. Kriegst eine kleine Spende, mein Kumpel. Und Immunität gegen hier. Kaboom! Gucken wir noch mal kurz hier, was es hier noch so Schönes gibt. Okay, was haben wir hier? Nee. Nee. Okay, machen wir den Boss noch mal fertig. Dann waren wir aber heute schnell. Würde ich behaupten. Ich meine, natürlich waren wir das. Weil wir machen den fünffachen Schaden. Hi, Leschi. Der hat mich satt. Oh ja, er. Oh nein! Ich hab den Schaden reduziert. Bis jetzt sind wir ohne Schaden durchgekommen. Ah. Okay, aber ich verstehe. Das ist risky, aber hart lohnend. Wenn man einmal richtig viel Schaden gesteckt hat, dann haut man alles platt. Wenn man erstmal gut Schaden hat, haut man alle platt. Goodie. Gib mir all das Zeug, gib mir all das Zeug. So, dann. Dann muss neue Scheiße rausgehauen werden. Was möchtest du? Anführen wir mal mit dem düster Holz, klar. Hey du! Piggy, kriegst ein großes Geschenk, Bretti. Brettmann. Dann wirst du noch inspiriert hier. Damit du auch levelst hier, klar. Mei. Und dann geh schlafen. Hey du! Willst du nicht auch inspiriert sein? Ja, das will er. Natürlich willst du. Wer würde das auch nicht wollen? Okay, ein paar rote Blütensamen. Dann noch die ganzen Blumenkohlsachen. Dann Bummel. Hummel kriegt ein kleines Geschenk, damit er auch in meiner Gunst. Damit er auch steigt in der Gunst. Level 20 für ihn. Und dann gehst du schlafen. Meine Anhänger hungern. Das kann ich nicht zulassen. Hey, Krabbmann! Hey, Krabbi! Krabberich! Okay, dann pflanzen wir hier nochmal mehr davon ein. Und noch ein paar von denen. Denke ich.
Irama. Hier lassen wir dich auch meine Gunst erfahren. So wie alle hier. Dann werde ich euch gleich noch was kochen. Ist ja wohl klar. Ist ja wohl klar. So. Leckere Fischmahlzeit. Fleischmahlzeiten und vegetarische Sachen. So weit, so gut. So, meine Anhänger hungern nicht mehr. Das ist natürlich die gute Sache. So, wen könnten wir auf eine Quest schicken? Vor allem die Quests sind alle kacke. Ich meine, was soll ich damit? Wenn die Quests alle kacke sind. Nabre? Ujul. Klar, komm rein, mein Bro. Joseph Stalin. Dann kann ich dich direkt inspirieren. Dann lass mich mal eine Form gucken. Wen hätten wir denn noch? Ich glaube, der wäre cool und eine andere Farbe, wie wäre es so? Und dann wirst du inspiriert. Lass mich alles aufsammeln. Dann wird hier wieder wer aus dem Grab gezerrt. So, wen? Gute Frage, gute Frage. Wie wär's mit... Ettre! Der Seestern, der olle Seestern. Dann, was hätten wir denn noch? Fische. Gebt mir Fische, 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 gebt mir Fische, ihr Lappen. Au. So. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal angeln. Okay, irgendwer ist krank. Dann müssen wir euch hier noch alle inspirieren. Für Level Ups. Dauert ewig. Dauert halt einfach ewig. Faulpelz, Mann. Lang nicht gesehen, mein Alter. Salios. Hanna. Zack. Hat mit Zastaroth. Nee. Weiter so, Krabmann. Krabmann. Ins Bett, Mann.
Du, Inspirierung. Inspirieren. Gerbe. Level up. Nice. Hatten wir schon. Paddel! Zack! Gut. Sparkle! Hey, Hedre! Lass mich mal kurz angeln gehen. Dann lasst uns doch mal kurz angeln gehen. Okay. Kommt schon. Los! Komm schon ran! Okay, den direkt. Yes! Weiter so! Zack! Gut, gut, gut! Dann hier. Immer weiter. Komm raus, du dummer Fisch! Komm raus da! Jetzt bleib! Komm schon! Tu mir das nicht an! Nein! Shit! Okay. Der jetzt aber. Na los! Na los! Yes! So, jetzt noch einer von den größeren. Jetzt kriegen wir doch hin, oder? Ich glaub schon, klar. Bei ihm sieht's nicht so aus. Doch, 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 doch. Zwei Oktopusse. Den kleinen ziehen wir auch raus. Keine Frage, keine Frage. Oh, ich wollte gestern eine Lampe für mein Fahrrad kaufen. Ich habe halt vorne und hinten kein Licht. Gerade im Winter ungünstig. Aber die einzigen Sachen, die die hatten... halt auch im Fahrradladen, waren entweder Sachen, die ich mit Dynamo verbinden muss. Da ich aber nicht weiß, ob der Dynamo von meinem Fahrrad es überhaupt noch tut. Ich weiß nur, dass die Lampe nicht tut. Das heißt halt, der Dynamo kann halt auch kaputt sein. Und wenn der Dynamo kaputt ist, müsste ich dann halt noch ein Dynamo kaufen. Ich müsste das Ganze elektrisch verbinden. Und ich habe nicht das Werkzeug dafür, im Zweifelsfall die Leitung zu knipsen, mit dem ganzen Kram zu verbinden. Also dachte ich mir so, Batterieleuchte. Die einzige Batterieleuchte, die die halt hatten, sah halt aus wie so eine dumme Funzel. Also habe ich mir im Internet eine bestellt. Ist leider oft so. Ich war ja extra in Läden hier. Damit ich nicht alles per Internet bestelle, aber wenn die halt nur Schrott haben, von dem ich mir nicht denke, nein, dafür zahle ich jetzt nicht 36 Euro für Schrott. Wohlgemerkt für Schrott. Von dem ich echt nicht optisch überzeugt war. Ich dachte nicht, dass die Dinger so schweineteuer sind.
Naja, ich sollte dann auch dran denken, die jedes Mal vom Fahrrad abzumachen, weil Lampen ja meist das Erste sind, was so geklaut wird, wenn man das Fahrrad nicht klauen kann. Deswegen sollte dran denken. Denn es würde mich mega ärgern, wenn ich jetzt die neuen Lampen habe und dann werden sie geklaut. Das wäre doch, ja, das wäre scheiße. Ganz ehrlich, das wär's. Definitiv. Zack, hätten wir die auch. Und ja, soweit dazu. Soll morgen ankommen. Ich werde berichten, wann es tatsächlich da war. Weil es braucht manchmal länger als angegeben. Aber ja, jetzt wird schon. Und dann bin ich auch noch gespannt, wie ich die tatsächlich anbringe. Weil wahrscheinlich am effektivsten da, wo eigentlich meine normale Lampe saß. Weil die entferne ich dann einfach und setze die neue dahin. Das ist zumindest meine Idee. Ob sie umsetzbar ist, noch keine Ahnung. Irgendwie werde ich die Lampe aber an das Fahrrad bekommen. Weil hinten ist ja auch einfach. Hinten halt einfach am Gepäckträger dran. Fertig. Und wahrscheinlich sollte ich mir nochmal einen Helm kaufen. Ich weiß, das sieht uncool aus, aber Sicherheit geht vor. Alter, wir sind schon bei Tag 165. Mein Gott. Dieses Spiel. Dieses gottverdammte Spiel. Das ist einfach so gut. Aber dennoch. Irgendwann ist auch mal finito. Oh, und ich muss auch unbedingt rausfinden, warum mein PC diverse Dinge nicht mehr macht. Das nervt. Das nervt einfach so unfassbar. Ich brauche einen neuen. Aber der ist so teuer. Ah. Es ist und bleibt ein Trauerspiel. Es ist und bleibt ein Trauerspiel. Denn es ist nach wie vor Pokémon, was er nicht machen will. Und so langsam wird es halt nervig. So langsam wird es halt echt nervig. Ich will doch nur Spaß haben in den Spielen. Ist das zu viel verlangt? Sollte mal gucken, ob ich vielleicht auch noch ein anderes Renderprogramm vielleicht erstmal kostenlos testen kann. Und sollte das seine Arbeit einigermaßen machen, dann vielleicht länger. Denn Vegas scheint mir nicht mehr so toll zu sein, hä? So. Okay, gehen wir noch mal kurz gucken. So, hier haben wir alle. Dann lass mich noch mal da an der Schmugglerstelle gucken. Hi, Plimbo. Oh, du redest nicht mehr mit mir. Ist es also auch ausverkauft, ich sehe schon. Okay, was ist die Sporengrotte? Was gibt's hier noch? Sporengrotte. Auch nichts. Oh. Das ist ja doof.
Was ist mit dir passiert? Nein! No! Was mit ihm passiert? Er ist tot. Das waren die Pilze, sage ich dir. Die Pilze. Okay, gucken wir bei euch nochmal. Hier haben wir auch schon alles gekauft, hä? Naja. Naja. Okay. Dann. Soweit, so gut. Dann. Köstliches Fischgericht. Ich meine, warum nicht? Und. Diese Mischmahlzeiten. Und leckere Fischmahlzeiten. Damit nicht das Essen. Inspirieren. Okay, gut. Was hätten wir denn noch hier am Anfang? Das haben wir noch nicht. Okay, dann beim nächsten Mal fließt es kranken Herzens. Und dann sind wir eigentlich durch. Dann könnten wir noch versuchen, die letzten Anhängerformen zu kriegen. Ich werde mal gucken. Und dann. Ja. Okay, beleben wir jemanden wieder. Danach wird auch jeder jemand aufsteigen. Mir das so angucke. Nathan, Yujul, Puma, Alosa. Okay, warte kurz. Irgendwer hier hatte nämlich das. Und das musste ich doch noch eben mitnehmen, bevor ich jemanden aufsteigen lasse. Okay, wir nehmen den alten. Hab dich genau gesehen, du Lümmel. So, wo ist er? Zack. Tschüssikowski. Gute Reise. So. Dann noch Inspirierungen austeilen. Natürlich immer Inspirierung. Ganz wichtig. Inspirieren, inspirieren, inspirieren für die Level. Inspirieren für die Level. Auch du. Ich wollte doch nur deine Belohnung. Das ist echt manchmal doof, dass man die dann unterbricht, obwohl man es gar nicht will. Auch da wieder. Grabmann.
auch, Puppe. Gib mir die Belohnung. Werde auch noch inspiriert, mein Kumpel. Dich hatten wir schon. Dich hatten wir noch nicht heute. Easy peasy. Bei dir kriegen wir auch noch eine Belohnung. Dann auch noch Inspirierung raushauen. Dich hatten wir auch noch nicht heute. Benjamin hatten wir aber schon. Aber auch noch nicht. Bei dir kriegen wir auch noch eine Belohnung. Aber hatten wir Jule auch. Dich hatten wir auch noch nicht. Gut so. Dich hatten wir auch noch nicht. Nur weiter so. Nur weiter so. Brauchen wir auch noch mal. Dann wird das schon hier. Dann kommen hier natürlich neue Pflänzchen rein. Dachte, ich kann noch wen abfangen, bevor er schlafen geht. Wurde es schon inspiriert. Auch, du glaube ich auch, ne? Ja. Okay, dann kommen wir noch ein paar mehr Mahlzeiten. Damit ihr alle nicht verhungern. Natürlich auch noch ein paar der guten alten Bärenmahlzeiten. Denn Bärenmahlzeiten, da kann man sich nicht drüber streiten. Okay, dann mal noch ein paar Steinblöcke. Und noch ein paar davon. Und noch ein paar davon. Dann noch ein bisschen hier auffüllen. Das auch noch mal auffüllen und dann... Würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Cult of the Lamb. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.